Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec, von Rewe und der Stadt Geseke. Hallo liebe Zuschauer, mein Kollege Ernst und ich melden uns heute, nein, nicht von der Entenkirmes, sondern von der Gösselkirmes in Geseke. Remco von der Velden, Gesekes Bürgermeister, hat zum Ratsbummel eingeladen, den wir heute begleiten werden. Und er hat uns auch schon gleich herzlich empfangen. Mit dem Herzen an der richtigen Stelle setzte sich der Tross in Bewegung. Das Who is Who der Zementstadt war hier heute zusammengekommen. Darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Zuerst führte das 42-jährige Stadtoberhaupt seine Gäste zum Pferderennen. Sieger des Kirmeswettbewerbs wurde CDU-Landtagskandidat Jörg Blöming. Wenn das mal kein Omen ist, rauten sich hier einige zu. Weiter ging es zur nächsten Station. Bei diesem Fahrgeschäft ging es hoch hinaus. Remco van der Velden spendierte einen Ritt in dem rasanten Karussell. Doch so richtig wollte heute Abend keiner auf sein Angebot eingehen. Die Ehrengäste erwiesen sich als bodenständig und genossen lieber ein frisch gezapftes. Natürlich stilvoll serviert vom ersten Bürger der Stadt. Und auch der Gastgeber selbst schaute sich das Spektakel aus der Ferne an. Für uns dann aber auch die Gelegenheit, mit Bürgermeister van der Velden ins Gespräch zu kommen. Ja, Herr Bürgermeister, Gösselkirmes ist ja eine Traditionskirmes in Geseke. Vielleicht können Sie mal noch mal dem ein oder anderen unwissenden Zuschauer erzählen, warum denn die Gösselkirmes Gösselkirmes heißt. Die Gösselkirmes heißt natürlich Gösselkirmes nach den Gösseln, nach den kleinen Gänsen, die hier früher beim Markt verkauft wurden. Deswegen auch im Frühjahr. Und die kamen von Norden in die Stadt rein, von der Lippe, Ferla, Mantinghausen, alles, was da in der Lippe lang liegt. Und das war unser jährlicher Markt, unser Jahrmarkt. Und daraus hat sich dann die Gösselkirmes entwickelt. Mittlerweile ist man ja etwas moderner geworden. Gössel kann man hier nicht mehr so viele entdecken. Worin liegt denn heutzutage der Reiz dieser Kirmes? Wir haben auch noch Gössel. Gestern war Vieh- und Kramarkt und der heißt tatsächlich Vieh- und Kramarkt. Da werden auch tatsächlich noch Gössel und diverse Sorten Federvieh verkauft. Im letzten Jahr war der Marktbeschicker, war der Verkäufer ausverkauft, hat also wirklich mehrere hundert wahrscheinlich Tiere verkauft. Das gibt's auch noch. Ansonsten ist es eine ganz klassische Kirmes, wie man das kennt, mit Buden, Fahrgeschäften, Essen, Trinken, das, was dazugehört. Ich habe ja gehört, dass Sie so ganz wild auf Karussells sind. Stimmt das? Ja, wenn sie stehen besonders. Und ansonsten, der jugendliche Wahnsinn hat mich verlassen. Ich fahre hier und da so bis in die mittlere Lage, was Beschleunigung angeht, fahre ich noch mit. Aber sowas hier, 60 Meter und 3G-Beschleunigung auf drei Achsen, das ist nichts für mich. Etwas mutiger in puncto Karussell-Rundendrehen zeigte sich Hans Schuster, der seit fast 10 Jahren dem Orga-Team der Frühlingskirmes vorsteht. Er und sein Team setzen alles daran, dass die Gösselkirmes nach wie vor ein Anziehungspunkt für Groß und Klein ist. Sie können ja gar nicht genug kriegen von der Gösselkirmes. Sie stürmen hier jedes Karussell und sind immer ganz aktiv bei der Sache. Woher kommt denn Ihre Leidenschaft für diese Kirmes? Ich glaube, die ist mit den Jahren gewachsen. Also wenn man dann sieht, wie also das Publikum auch begeistert ist, vor allen Dingen, wenn wir dann so ein tolles Wetter noch dazu haben, wo die Vorhersagen gar nicht so gut waren. Und die Kirmes war gestern am Donnerstag mit dem Kramarkt super besucht. Und wir sehen es ja hier am Freitagabend, eigentlich so ein Abend, wo man sagen könnte, Mensch, eine laue Nacht ist ein bisschen ruhiger, auch alles voll wieder. Und für Samstag und Sonntag ist es garantiert voll traumhaftes Wetter. Wir werden einen Festumzug bekommen. Ich glaube, den ich in meinen 9 Jahren Laufbahn als Vorsitzender des Festkomitees noch nicht gesehen habe. Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind der Vorsitzende des Festkomitees. Das heißt, Sie sind auch dafür verantwortlich, dass hier jedes Jahr etwas Gescheites stattfindet. Sie müssen planen, Sie müssen neue Ideen sammeln, kriegen, entwickeln. Wie schaffen Sie das jedes Jahr? Weil im Grunde Kirmes gibt es in jeder Stadt. Wie können Sie dann noch hier Highlights setzen und die Gösselkirmes zu etwas ganz Besonderem machen? Ja, für mich ist es eigentlich immer ganz wichtig, dass jeder Tag eine Aktion hat. So wie der Donnerstag die Eröffnung, der Krammarkt, am Freitag der Flohmarkt, abends der Ratsbummel, am Samstag dann der fantastische Festumzug, am Sonntagmorgen das Seifenkistenrennen, dieses Jahr 32 Seifenkisten am Start und danach also der verkaufsoffene Sonntag. Mehr können wir eigentlich gar nicht für die Schaustelle
Schausteller machen und die Schausteller sagen selber, das ist die richtige Kombination zu einer Kirmes, dass also jeden Tag Programm geboten wird. Ja, und das Programm beherrschen Sie wie aus dem FF? Mittlerweile, ja, das nach klappt. 9 Jahren klappt das ganz gut. Das haben wir locker drin. Dann vielen Dank fürs Interview und Ihnen noch viel Spaß an den nächsten 2 Tagen hier in Gesekau. Werden wir machen. Wir sehen uns. Unter den Ehrengästen befanden sich an dem heutigen Abend auch Vertreter aus den Nachbarstädten, so wie zum Beispiel Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow oder Salzkottens Amtsinhaber Uli Berger. Ein Zeichen dafür, dass die Städte der Region auch über Kreisgrenzen hinaus zusammenarbeiten. Gute Tradition ist es, dass beim Ratsbummel auch Ehrengäste aus anderen Städten eingeladen sind, so zum Beispiel Bürgermeister Uli Berger aus Salzkotten. Herr Berger, haben Sie sich über die Einladung gefreut, heute mal nach Geseke zu dürfen? Natürlich, ist für mich ja fast ein Heimspiel. Ich wohne ja in Ferla im Entenschnabel. Da kann man mal eben rüberrutschen nach Geseke und das ist immer eine schöne Veranstaltung. Ich glaube, die Gösselkirmes ist ein etabliertes Fest und im Jubiläumsjahr der Stadt Geseke macht man das natürlich doppelt so gern. Ja, Herr van der Velden, Sie laden natürlich hier Gäste nicht nur aus Salzkotten ein, sondern auch aus anderen Kommunen. Wie wichtig ist es Ihnen denn, dass zum Beispiel andere Bürgermeister heute Abend nach Geseke kommen? Ist eine schöne Tradition, dass wir Kollegen uns gegenseitig besuchen, nach Kräften und nach Zeit. Also ich gehe auch auf die Kirmessen rund um uns rum. Ich war auch schon ein paar Mal in Salzkotten, wobei die letzten Male war es immer, ist es mit dem Teufel zugegangen, da hat es nicht funktioniert. Aber ich bin in Erwitt, in Anrücht, in Lippstadt auch regelmäßig. Und wenn man sich mal beim Bier unterhalten kann, ist auch immer ganz schön. Jetzt haben Sie ja kommunalpolitisch manchmal nicht so viel miteinander zu tun, Kreis Soest und Kreis Paderborn. Wie kann man denn trotzdem den Spagat schaffen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten, die ja doch so nah beieinander liegen, sind, fördern? Also wir hatten mal ein Kreisschützenfestmotto: Grenzen überwinden, Freunde finden. Für uns haben wir nicht diese Grenze, denn die Probleme in den Kommunen sind alle die gleiche. Und gerade aktuell sind wir auch dabei, interkommunal vielleicht einiges auf den Weg zu bringen. Und von daher ist der gute Draht zu Geseke schon sehr, sehr wichtig, dass man sich austauschen kann. Das war jetzt eine sehr allgemeine Antwort. Können Sie das vielleicht ein bisschen konkretisieren? Können Sie uns vielleicht ein paar konkrete Sachen geben? Nennen. Also für Bürger konkret ist weniger, was wir machen. Wir treffen uns mehrfach im Jahr mit den Verwaltungsvorständen, also die oberste Handvoll Leute aus den Verwaltungen. Und wir bestimmen uns bei vielen Verwaltungssachen ab, geben uns Hilfestellungen, Sachen, die einen schon mal gemacht haben und die anderen noch nicht. Und andersrum, da kriegt der Bürger so wenig von mit, aber das ist für die Verwaltungsarbeit extrem hilfreich. Und wir sind dabei, gerade zusammenzustellen, wo man auch für den Bürger sichtbar zusammenarbeiten kann. Das klingt ja sehr vielversprechend. Vielversprechend auch noch das Abendprogramm. Was haben Sie heute Abend noch geplant? Ja, auf jeden Fall nicht mehr selber nach Hause zu fahren. Ich lasse mich überraschen, was die Stadt Geseke für uns so auf dem Programm hat. Aber ich nehme an, wir werden einen schönen Abend hier verbringen. Gleiche Frage. Mein Gepäckträger haben wir im Angebot. Ja, die ersten Kilometer Heimweg teilen wir. Dann kannst du Ferla schon sehen, dann bis dahin begleite ich dich. Was war die Frage? Entschuldigung. Umfassend beantwortet. Vielen Dank und Ihnen beiden noch viel Spaß hier. Dankeschön. Viel Spaß versprach dann auch dieser Straßenkünstler, der die Besucher mit seiner Hundepuppe in den Bann zog. Ein Foto für das Stadtarchiv durfte dabei natürlich nicht fehlen, bevor die Ehrengäste den Abend in einer gemütlichen Runde ausklingen ließen. Denn Geselligkeit und das Miteinander werden bei der Gösselkirmes in Geseke großgeschrieben. Und das schon seit 84 Jahren. Liebe Zuschauer, an dieser Stelle endet der Ratsbummel. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielleicht haben Sie jetzt ja auch Lust bekommen und Sie besuchen auch irgendwann einmal die sympathische Hellwegstadt. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Energy.